Smart Renewables 2013 Podcast. EEG als zentrale Grundlage für Investitionen. Wie lange noch? Rainer König, Partner Ernst & Young GmbH Düsseldorf. Sehr geehrte Damen und Herren, wir wollen jetzt auf dieses Thema noch mal aus einer anderen als der technischen Sicht blicken, und zwar aus der Sicht von Investoren, um zu sehen, wie sich das EEG in Zukunft entwickeln wird, möchte ich gerne mit einem Rückblick beginnen. Wir sehen hier auf dem Slide den Anteil, den erneuerbare Energien mittlerweile in der Einspeisung, in der Bruttoproduktion erreicht haben, und sehen, das EEG hat in der Vergangenheit scheinbar funktioniert. Was sollte das EEG machen? Es sollte Zubau initiieren. Das ist ganz offensichtlich geschehen seit 2000. Wir kommen jetzt in eine Situation, wo wir an anderen Stellen als diesen, wofür das EEG gedacht war, Probleme wahrnehmen. Ist die eigentliche Funktion des EEGs hat es meiner Ansicht nach bis hierhin erfüllt. Wie ist das geschehen? Das EEG nimmt den Investoren Absatz- und Preisrisiken. Wir haben einmal Einspeisesicherheit für die EEG-Anlagen und zum anderen haben wir feste Tarife. Bestimmte Gruppen von Investitionen, von Investoren finden diese Situation schön, weil Risikotragen ist immer eine relativ unangenehme Geschichte. Diese Risiken sind den Investoren bewusst genommen worden in der Vergangenheit. Und das Ziel Zubau ist zumindest erreicht worden. Europäische Einheitlichkeit in den Förderungssystemen haben wir nicht. Wir haben gestern schon einige Vorträge dazu gehört und dort sind die verschiedenen Modelle dargestellt worden. Im Grunde drehen die sich immer um zwei oder drei Themen, also Einspeisevergütung versus Quotenmodell, und Einspeisevergütung gibt es dann eben noch in der Variante der Premium auf Gelder, auf Strom, auf Börsenpreise. Wir hatten gestern auch schon einige Diskussionen über Marktintegration. Wenn man sich mal anschaut, welche Vergütung braucht man, um investitionswillig zu sein, dann sehen wir auch in der näheren und mittelfristigen Zukunft, dass die Erneuerbaren noch nicht Marktpreise erreichen. Zumindest nicht die Marktpreise, die wir heute sehen. Hätten wir Marktpreise an der Börse so aus den Jahren 2008 noch, dann sähe die Situation schon ein bisschen anders aus. Aber wir müssen halt eben auch mit den aktuellen Börsenpreisen leben. Was geschieht im Hinblick auf die anderen Ziele des Zieldreiecks Energieversorgung, Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit? Die Situation, die wir heute haben, ist, dass Erneuerbare die konventionellen Kraftwerke aus dem Markt verdrängen. Das ist einmal der Einspeisevorrang, aber da gibt es auch eine Preiskomponente, weil der Investor in erneuerbare Anlagen hat eigentlich mit Marktpreisen, die dahinter kommen, nichts zu tun. Er hat kein Interesse daran, sich an irgendwelche Entwicklungen in diesem Markt anzupassen. Auch darüber hatten wir gestern schon einige Ausführungen gehört. Wir hatten auch gehört, dass das zu Preisen in den vorgelagerten Wertschöpfungsstufen führen, also Pachtentgelte und auch Projekterlöse, also Projektierer, die ihre Projekte verkaufen, die vielleicht nicht gewollt waren. Aber das ist Teil des Systems. Wenn ich halt hinten die Einspeisevergütung festzurre, dann gibt es davor einen bestimmten Betrag zu verdienen und diejenigen, die investieren, versuchen das Beste zu verdienen, das meiste zu verdienen. Was wir aktuell dann haben in der Entwicklung, ist einmal ein Preis, den wir eigentlich nicht haben wollen. Das hat Herr Altmaier gestern, glaube ich, klar ausgeführt, dass man die EEG-Umlage in der Höhe und damit den Endkundenpreis, der daraus entsteht, nicht haben will. Er soll nicht weiter steigen. Deshalb zieht man eine Bremse. Auf der anderen Seite haben wir
in dem dritten Ziel, Versorgungssicherheit, mittlerweile auch Probleme. Wir haben heute eine ganze Menge Ausführungen dazu gehört, wie man die technisch lösen könnte in der Zukunft. Aber die Probleme sind aktuell da. Und nichts deutet darauf hin, wenn wir mit dem EEG so weitermachen, wie es bisher geplant war und gewollt war, dass dieses Problem kleiner wird, weil einfach die Kraftwerke, die für Netzstabilität aktuell sorgen, aus dem Markt gedrängt werden. Man liest das ja auch immer wieder in der Zeitung, welche Kraftwerke stillgelegt werden müssen, weil sie sich wirtschaftlich einfach nicht mehr rechnen. Und das sind genau die Kraftwerke, die wir brauchen, um Versorgungssicherheit zu erzeugen. Wenn man dann in den Status quo geht, dann sieht man, wir haben Eingriffe in das System. Das sind im Moment nachsteuernde Eingriffe. Man versucht, das Feuer aufzutreten, das jetzt gerade mal gebrannt hat. Auf der Seite Netzstabilität haben wir halt Eingriffe in diesem Winter und werden auch im nächsten Winter Eingriffe haben. Diese Eingriffe lösen kurzfristig Probleme. Sie stellen, glaube ich, sie erheben nicht den Anspruch, ein Marktmodell vorzudefinieren. Die kurzfristigen Probleme werden halt dadurch geheilt, dass man Kraftwerke bucht, dass man Leistung bucht. Im Grunde ist das ein Einstieg in den Kapazitätsmarkt. Herr Wost hat gestern schon mal ausgeführt, dass er zwei Grundmodelle sieht. Dass einmal den Einstieg in den Kapazitätsmarkt, aber ich glaube, dann bremst man so ziemlich alle Marktentwicklungen aus. Dann hat man im Grunde keinen Markt mehr auf der Erzeugungsseite, man hat keinen Markt mehr im Netz und als Logik kann es auch im Vertrieb keinen Markt mehr geben. Das andere Marktmodell ist halt das, was Herr Wost für nicht möglich hält, was aber heute, glaube ich, von den Technikern beschrieben wurde, dass es sehr wohl möglich ist, nämlich Erneuerbare in den Markt reinzunehmen. Dazu braucht man aber eine ganze Menge Eingriffe in das System und mit diesen kurzfristigen Eingriffen wird man den Markt nicht so designen können, dass er wirklich langfristig funktioniert. Und langfristig dann wirklich das motiviert, was wir heute Morgen gehört haben, intelligente Lösungen zu schaffen. Das ist der Eingriff, der aktuell gemacht wird, um dieses andere aus dem Rahmen geratene Ziel Wirtschaftlichkeit wieder ein bisschen näher an das, was man will, zurückzuführen. Man will nicht, dass die EEG-Umlage weiter steigt und im Grunde bedeutet das, dass man nicht will, dass die Konsumentenpreise weiter steigen. Wenn man sich die Eingriffe anguckt, ist es zumindest mir nicht gelungen, das mag jetzt aber auch an meinen intellektuellen Fähigkeiten liegen, darin irgendein System zu erkennen. Das einzige System, das ich sehe, ist, da unten steht ein Betrag und darüber sind Maßnahmen, die genau diesen Betrag ergeben. Das kann man ja auch machen, wenn man zielgerichtet eingreifen will. So und so viel muss ich sparen und dann trage ich halt ein paar Maßnahmen zusammen. Ich habe heute Morgen gelesen, dass die SPD auch einen Vorschlag gemacht hat, der ist ähnlich. Das System hinter diesem Vorschlag kann ich auch nicht erkennen. Welche Wirkung hat das auf Investoren, die wir in der Vergangenheit gewonnen haben, um in EEG-Anlagen zu investieren? Ich glaube, eine verheerende, weil es gibt Marktmechanismen, über die kann man auch Prognosen machen und sich darauf einstellen, weil die Märkte haben bestimmte Gesetzmäßigkeiten, damit können intelligente Investoren arbeiten. Auf ein solches Maßnahmenpaket kann man sich nicht einstellen. Zumindest ich sehe die Logik nicht, nach der man sich darauf einstellen kann. Es sind relativ willkürliche Eingriffe. Die Investoren werden im Augenblick gerade vollständig verunsichert. Das kann, glaube ich, nicht zielführend sein, dass man Investoren verunsichert.
Weil ich glaube, und wenn man nochmal zurückgeht, was wollen wir eigentlich erreichen mit der Energiewende? Das sind ja relativ klare Statements, die es in der Vergangenheit gab und die dann dazu geführt haben, dass man Ziele nennen kann. Nur ich glaube, in den aktuellen Diskussionen geraten die Ziele einfach aus dem Blickwinkel. Es wird nachgesteuert dort, wo halt gerade ein Flächenbrand droht auszubrechen. Damit wird man in ein langfristiges, nachhaltiges, investorenfreundliches Marktmodell nicht reinkommen können. Man sollte diese Ziele, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie man ein Marktdesign entwickelt und welche Rolle das EEG darin spielen kann, nicht aus den Augen verlieren. Wir haben in den Diskussionen gestern eben auch gehört, dass dummerweise die meisten Dinge auch irgendwie zusammenhängen. Wir haben es auch heute von der technischen Seite nochmal gehört, dass die Dinge zusammenhängen. Deshalb die isolierten Betrachtungen von Themen und EEG ist ein Thema in diesem Marktmodell. Die werden auch in Zukunft nicht zielführend sein. Und meiner Ansicht nach hängt es auch stark davon ab, ob die Energiewende ein Erfolg wird, welche Investoren gewinne ich für welches Thema. Um Investoren aber zu gewinnen, muss man auch klare Risiko- und Renditeprofile sehen können. Ein Investor verlangt eine geringe Rendite, wenn das Risiko gering ist, und verlangt eine hohe Rendite, wenn das Risiko hoch ist. Ich glaube, im Netzbereich sind da große Fortschritte erzielt worden. Da gibt es die Investoren, die wahrscheinlich auch für den Ausbau von Netzen sehr gut geeignet sind. Wir hatten gestern von Amprion gehört, dass es dort eine Bereitschaft der Investoren gibt, eben das, was man zubauen muss, im Rahmen der Energiewende auch zu finanzieren. Das sind Investoren, Versicherungen, mittelgroße Versicherungen und Pensionskassen, also Ärzteversorgungskasse, Kirchenkassen, die eine geringe, aber stabile Rendite brauchen. Die vertrauen in die Regulierung, die wir jetzt haben, und deshalb sind die bereit, die Geldmenge zur Verfügung zu stellen, die Amprion braucht, um diesen Netzausbau zu machen. Greift man in eine derartige Regulierung ein, wird man diese Investoren verlieren. Und das ist es, was gerade durch diese spontanen Maßnahmen geschieht. Es gibt mehrere Presseäußerungen von großen Investoren, unter anderem der Stadtwerke München, die relativ klar gesagt haben, im Augenblick stellen wir mal alle Investitionen, die wir on hold stellen können, im Bereich Erneuerbare on hold. Ich glaube, das ist kein gutes Signal. Ich habe hier mal einen weit entfernten Markt ausgesucht, einfach um eine Geschichte zu erläutern. In dem australischen Markt ist die Stelle, die den Energiemarkt reguliert, ein bisschen anders definiert wie bei uns. Das ist halt nicht eine reine Netzregulierung, sondern das ist wirklich eine Regulierung einmal auf der Erzeugungsseite und einmal auf der Kundenseite. Auf beiden Seiten spannt diese Regulierung aber Märkte auf. Wenn Sie diese Box NEM anschauen und wenn Sie dort bestimmte Spielregeln eröffnen würden, dann könnte diese Box, der Regulator, der Markt, wie immer man das nennen will, die Ziele verfolgen, die wir auf der Erzeugungsseite haben. Und das ist halt ein bestimmter Produktionsmix, der halt geeignet ist, unsere CO2-Ziele zu erfüllen. Und auf der anderen Seite könnte er die Preissteuerung machen auf eine einfache Art und Weise. Ich denke, wenn wir über Marktdesigns nachdenken, sollten wir versuchen, Märkte zu erhalten, weil nur wenn wir Märkte erhalten, kommen die innovativen Ideen, die wir heute Morgen gehört haben. Wenn wir alles einem staatlichen Regulator überlassen würden, würden diese Ideen wahrscheinlich nie umgesetzt werden. Deshalb glaube ich, über Modelle wie diese sollte man beginnen nachzudenken. Nun sind wir aber in der Situation, in der wir sind.
Es wird nachgesteuert und es gibt einen Nachsteuerungsbedarf. Selbst wenn man jetzt ein perfektes Marktdesign im Kopf hätte, von heute auf morgen in dieses Marktdesign überzuspringen, ist, glaube ich, einfach nicht mehr möglich. Wir werden mit diesen Nachsteuerungen, die wir aktuell sehen, glaube ich, leben müssen für eine gewisse Zeit. Wir haben gestern von den Netzbetreibern gehört, dass es einen Handlungsdruck gibt. Also 5 Jahre Dauer für eine Genehmigung ist nicht mehr akzeptabel, weil sonst ist die Systemstabilität gefährdet. Ich glaube, das war gestern die Aussage in der Diskussion. Eintritt in ein neues Marktdesign und dieser Zeitdruck wird wahrscheinlich nicht zu einem guten Ergebnis führen. Deshalb, ich glaube, wir müssen uns mit dem Status quo, den wir jetzt haben, einfach befassen. Wir müssen davon ausgehen, es wird in den nächsten Jahren auch noch Nachsteuerungsbedarf geben und der muss relativ kurzfristig gemanagt werden. Nur was wir nicht machen sollten, ist, dass wir isoliert von einem Thema zum anderen springen und gerade die Baustelle jetzt mal bearbeiten, die am dringendsten bearbeitet werden muss. Ich glaube, wir müssen uns Gedanken darüber machen, dass wir ein Marktdesign skizzieren und das ist eine politische Aufgabenstellung. Und Marktdesign skizzieren ist, glaube ich, so holzschnittsartig, wie Herr Wosse das gestern kurz zum Ausdruck gebracht hat. Was wollen wir? Wollen wir wirklich komplett durchregulierte Märkte haben, von der Wiege bis zur Bahre? Oder wollen wir wirklich die Kräfte einer freien Marktwirtschaft wirken lassen? Und an welchen Stellen wollen wir die wirken lassen? Den Rahmen, den sollte man, glaube ich, sehr schnell entscheiden. Die Details innerhalb dieses Rahmens, das wird, glaube ich, einige Jahre in Anspruch nehmen, um die wirklich gestalten zu können. Heute Morgen in den 2 Vorträgen sind auch die Marktrollen mal kurz angesprochen worden. Auch das sorgt für Unklarheit. Wer hat jetzt eigentlich einen Anreiz, in Speicher zu investieren? In welche Marktrolle gehört er jetzt eigentlich? Gehört er in den Vertrieb, gehört er in Netz oder gehört er zur Erzeugung? Das gleiche Thema haben Sie auf der Seite des Konsumenten. Wer hat ein Interesse an einem Smart Meter? Weil mit Sicherheit müssen wir auch irgendwo die Abnahme des Kunden steuern. Und das am besten intelligent. Aber die Marktrollen, die wir heute haben, sind nicht so ausgereift, dass jetzt wirklich da jemand ist, der ein großes Interesse daran hat, in Smart Meter zu investieren. Obwohl die eine wichtige Rolle spielen könnten in der Gesamtveranstaltung. Und deshalb glaube ich, überstürzt in ein Marktdesign einzusteigen, ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, dieser Weg hier wäre besser, dass man wirklich von einem Zwei-Phasen-Modell, dass man mit einem Zwei-Phasen-Modell arbeitet. Die erste Phase ist eigentlich politische Willensbildung und festlegen, welche Gesetzmäßigkeiten sollen in dem zukünftigen Markt gelten. Wie viel Markt wollen wir haben? Was sind die regulierten Bereiche? Was sind die nicht regulierten Bereiche? Dann werden wir uns wahrscheinlich damit abfinden müssen, dass wir eine Phase haben, in der wir halt permanent nachsteuern müssen, um akute Probleme in den Griff zu bekommen. Ist das einmal auf der finanziellen Seite, aber auch auf der Versorgungssicherheitsseite. Und wenn ich sehe, was aktuell mit dem EEG gemacht wird, wird es wahrscheinlich auch Nachsteuern im EEG-Bereich geben, weil ich glaube wirklich, durch die Maßnahmen, die jetzt ergriffen worden sind, hat man alle Investoren verprellt. Ich meine, bei einigen erneuerbaren Projekten gibt es Probleme genug. In der heutigen Welt, wenn man jetzt noch sagt, und die Einspeisevergütung für euch, die ist auch nicht sicher, ich glaube, dann steigen viele sehr schnell aus diesen Projekten aus. Was dann wieder dazu führt, dass wir eventuell Stranded Investments haben. Also ich glaube, TenneT stand heute Morgen in der Zeitung, hat jetzt die Ausstattung für Dolphin 3 bei einem der Hauptsponsoren, glaube ich, bestellt. Die Offshore-Anbindungen sind ja dann auch irgendwie
Eine schlechte Investition, wenn da hinten der Windpark nie gebaut wird. Zwar reguliert und sichere Rendite, nur für die Gesamtkosten des Systems nicht so gelungen. Wir müssen dann, glaube ich, auch mal darüber nachdenken, und das stand, soweit ich das gesehen habe, heute Morgen auch in der Presse zu dem Vorschlag von der SPD, dass man in den Steuertopf reingreift. Es ist ja nicht unmittelbar einsichtig, warum 19% Mehrwertsteuer auf eine EEG-Umlage genommen wird, und mit jeder Steigerung der EEG-Umlage steigt auch diese Steuereinnahme. Es ist, glaube ich, auch nicht einsichtig, dass Energiesteuern eine ähnliche Entwicklung nehmen. Und wir müssen halt zwei Kriterien relativ gut im Auge behalten. Einmal, das, was das System an Kosten hat, muss durch den Konsumenten auch bezahlt werden. Und es gibt einen Punkt, der, glaube ich, sehr wichtig ist und vielleicht noch nicht so richtig genau gesehen wird. Wir laufen halt Gefahr, wenn wir die Industrie überlasten mit Energiekosten, dass sie abwandert. Das kann man ganz praktisch beschreiben. Wir haben einen Kunden, der möchte in eine Raffinerie investieren. Eigentlich möchte er die in Deutschland bauen, und der fragt dann natürlich, sag mal, wie geht denn das mit den Energiekosten in den nächsten 30 Jahren? Wie soll ich mit dem Thema umgehen? Und wir sitzen dann auch da und zucken so ein bisschen mit den Achseln und versuchen ihm dann zu sagen, naja, theoretisch kannst du dich selbst versorgen. Was ist mit Primärenergiepreisen? Naja, da gibt es eine relativ sichere Quelle, die halt kostenbasiert ist und nicht an dem Weltmarktpreis hängt, das ist halt Braunkohle. Die Bereitschaft, Braunkohlekraftwerke als Industriekraftwerke zu bauen und zu nutzen, ist relativ gering. Da überlagern sich dann auch zwei Ziele. Das eine ist Planbarkeit der Kosten, und das andere ist, welches Image will ich im Markt haben. Ich glaube, auch mit derartigen Lösungen sollten wir uns in der Übergangsphase abfinden. Weil sonst besteht wirklich die Gefahr, dass Industrieunternehmen mit ihrer Produktion abwandern. Und wenn Sie halt sehen, der Bau einer Raffinerie rechnet sich jetzt, dann wollen Sie das auch jetzt bauen. Und unser Achselzucken hilft jetzt niemand weiter. Und die Maßnahmen, die jetzt ergriffen sind, sorgen für weitere Verunsicherung. Und ich glaube, damit muss es dann einfach aufhören. In der zweiten Phase kann man dann, glaube ich, wirklich in ein Marktdesign einsteigen, das dann komplett durchdacht ist und auch die technischen Entwicklungen besser integriert. Zum einen, indem es klare Anreize und Signale setzt, welche technischen Entwicklungen wollen wir haben und wohin sollen Forscher gehen. Und zum anderen, indem es wirklich sagt, welche Marktrollen gibt es da und wie verdient man innerhalb der Marktrollen Geld? Wo kommt das eigentlich her? Wer bezahlt dafür? Ist deshalb ein kurzes Fazit am Ende. Man sollte versuchen, Investoren nicht weiter zu verunsichern. Das scheint mir eine ganz wichtige Botschaft zu sein. Der zweite Punkt ist, ich glaube, wir müssen für eine gewisse Zeit mit Marktverzerrungen leben und nachsteuern. Dieses Nachsteuern sollte einem erkennbaren System folgen und nicht willkürlich sein. Langfristig brauchen wir ein anderes Marktmodell. Da sollten wir nicht überstürzt reingehen, sondern wir sollten uns die Zeit nehmen, die wir brauchen, um diesen Markt wirklich klar definieren zu können. Als letzte Botschaft möchte ich nochmal auf dieses Dreieck eingehen, das da oben mitwandert. Und das ist eigentlich immer wieder der Punkt, die Dinge müssen halt ineinandergreifen und wirklich als System funktionieren. Innerhalb eines Systems kann ich mir eine ganze Menge vernünftige Rollen für ein zukünftiges EEG vorstellen. Ohne System, ohne in ein System integriert zu sein, wird eigentlich jedes EEG zu Verzerrungen im Markt und in der Zielerreichung gerade der drei Ziele führen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr König. Sie haben ja den Regulierer adressiert, Sie haben vor allem die Politik adressiert. Bei Ihrer Forderung nach einem stabilen Handlungsrahmen, stabilen Planungsrahmen. Wenn Sie Fragen und Anmerkungen haben, sind Sie natürlich wie immer sehr eingeladen, die zu stellen. Ich habe allerdings eine Frage, die ich gerne zuerst stellen würde, Herr König. Sie haben, ich weiß, dass das unhöflich ist, aber ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, ist nicht die Energiewirtschaft eine Branche, die gerade mit diesen volatilen politischen Gemengelagen in der Vergangenheit zurechtkommen musste und trotzdem investiert hat? Und wir haben ja weder heute Morgen noch gestern gehört, also wir haben schon gesagt, das ist ein Problem für Investitionen, aber am Ende wird ja dann doch immer investiert, zumal bei der derzeitigen Lage an den Kapitalmärkten, wo man weiß, dass niedrige Zinsen und damit auch niedrige Renditen eher die Regel sind. Also sind wir nicht eigentlich in einer Gemengelage, die die Politik zumindest verleiten könnte, anzunehmen, naja, die kommen am Ende eh mit allem zurecht und investieren trotzdem und dann kann man die auch mal klagen lassen und sagen, ach so ernst ist es dann doch nicht gemeint. Also dazu eine Reihe von Aussagen. Einmal, Herr Altmaier hat ja in den letzten Tagen auch so einen Preis für die Energiewende in den Raum geworfen. Diese eine Billion. Diese eine Billion wird die Branche, die hier im Raum ist, nicht aufbringen. Ja, muss sie ja auch nicht, wenn man Investoren genau hat, die wissen, dass sie am Kapitalmarkt 3-4% maximal kriegen. Sie müssen andere Investoren gewinnen. Also wenn man zum Beispiel Netze anschaut und die Netztransaktionen anschaut, die in der Vergangenheit waren, also die Utilities steigen aus den Transportnetzen und andere steigen ein. Das sind in zwei Fällen ausländische Netzbetreiber, die belgischen und die holländischen, und sonst sind das durch die Bank Finanzinvestoren. Diese Welt der Finanzinvestoren, die dort eingestiegen sind, nämlich Infrastrukturinvestoren, die im Grunde Pensionsgelder verwalten, die passen auch hervorragend zu dieser Assetklasse. Das ist aber eine regulierte mit einer auskömmlichen Rendite. Innerhalb der Gesamtveranstaltung gibt es aber nochmal ganz andere Assetklassen. Zurzeit ist, glaube ich, ein Gaskraftwerk die Assetklasse Wette. Ich wette auf eine Regulierung. Mit diesen Wetten kann eigentlich kein Investor gut umgehen. Damit kann keine Pensionskasse umgehen, aber die Branche ja? geht doch damit um. Die Branche geht im Grunde damit nicht um und schaltet ab. Also das ist genau die Entscheidung, dort investiere ich nicht, im Gegenteil, ich desinvestiere. Okay. Und wenn die Branche eben aus den Netzen rausgeht und aus der Erzeugung rausgeht, dann wird es spannend. Ich fürchte, wir haben kaum jemanden hier, der das nicht unterschreiben wird, aber der trotzdem der richtige Adressat jetzt für Ihre Bemerkung wäre. Herr Hohmann ist allerdings da und darüber freuen wir uns sehr, aber Sie sind ja nur der Regulierer. Ich gucke jetzt nochmal, ob wir noch Fragen haben. Sonst darf ich Sie jetzt sehr zu Ihrer Kaffeepause einladen, die Sie sich von jetzt an für eine halbe Stunde redlich verdient haben. Und danach freue ich mich, wenn wir uns hier wiedersehen. Herzlichen Dank. Und vielen Dank, Herr König, natürlich.